Moin moin miteinander und willkommen zur nächsten Folge von Neverwinter. Ja, wir sind hier im Garten des Beschützers, aber hier werden wir nicht lange bleiben. Es läuft nämlich mal wieder ein Event. Und zwar, wie heißt es? Es ist ein Zu-den-Waffen-Event. Mal wieder Tempelverteidigung. Tempelverteidigung kenne ich persönlich bereits aus dem letzten Jahr. Da lief das schon mal und dieses Mal ist es ganz genau das Gleiche. Von daher begeben wir uns einfach mal zu dem Platz, an dem die ganzen Sachen verkündet werden. Wer die Tempelverteidigung kennt, der, ich weiß nicht, könnte sie vielleicht auch auslassen, wenn er nichts braucht von dem, was man da so bekommen kann. Wer sie nicht kennt, kann sie mal machen. Immerhin gibt es diesen Druiden zu erspielen und natürlich wieder Waffenskins ohne Ende. Wie sehen sie aus? So sehen sie aus. Das sind die Waffenskins. Wer also sowas haben will, naja, der darf dann mitmachen. Und hier ist der kleine Druide. So sieht der aus. Wir können ja auch mal ganz kurz ins Auktionshaus schauen, denn meistens sind diese Gefährten, die man dort bekommen kann, während des Events relativ günstig zu haben, weil halt viele Leute die erspielen und nicht wirklich brauchen, ne? Gucken wir doch mal. Also Gefährten, alle Gefährten, ungewöhnlich. So, was haben wir da? Frostmimiker. So, da ist schon der erste Druide. 14.000. Naja, das hält sich doch in Grenzen, oder? So 14.000, 15.000. Je nachdem, wie viele erspielt werden, wird er mit Sicherheit auch noch günstiger werden. So. Was hat denn hier der Seelenlenker zu sagen? Also laden. Gehen wir da auch noch mal kurz rein. Eine Veredelungstruhe gibt es mal wieder. Ein Farbpaket Seelenlenker. Dann hier natürlich die ganzen Waffenskins. Ich habe noch von den letzten Events genügend Medaillen. Ich könnte also jetzt schon zuschlagen, wenn ich wollen würde. Aber ich glaube, diese Totenglockenhirschfänger und Totenglockenschwert, ist das nicht? Na, egal. Die habe ich also auch noch irgendwo bei mir verstaut in der Bank oder so. Für mich also nichts, was mich wirklich dazu bringen würde, hier mitzumachen. Belohnungen. Können wir mal gucken. Waffen der Shadakai-Druiden. Na, jetzt zeigt er uns nochmal die Druiden. Ich weiß nicht, habe ich ihn möglicherweise sogar bei meinen Gefährten? Da, guck mal. Mirakelfix, da ist der Druide sogar. Was kann er denn so? Na gut, er gibt 220 Trefferpunkte und Erholung. Ja. Wenn ihr sowas haben wollt, ne, er schießt mit Blitzen und Feuer, dann macht einfach mit. Ja. Apropos mitmachen, es wird Zeit, dass wir jetzt mal zumindest eine Runde mal spielen, ne? Deshalb reihe ich mich hier in das Event ein. In dem Event geht es darum, im Großen und Ganzen einfach nur Zombies und Gruftschrecken und ähnliches zu erledigen. So, das Gebiet ist eben Eben Downs. So, die ganzen Leute laufen hier bereits los. Ist auch gut so. Die wissen zumindest schon, wo es lang geht. So, jetzt machen wir mal hier ein bisschen Stress mit. In welcher Reihenfolge man diese Gruppen besiegt, ist eigentlich egal. Bei anderen Events ist es ja so, dass man langläuft und dann kommt eine Angriffswelle nach der anderen. Hier ist es so,
Man muss zu den einzelnen Gebieten hinlaufen und dann so viel Stress wie möglich machen. Und in welcher Reihenfolge man das macht, ist egal. Wenn ihr nicht genau wissen wollt, wisst, wo ihr am besten angreift, lauft einfach den Leuten nach. Hier einfach ganz kurz mal ein, was hier rumliegt. Die Todesschlange. Wo ist sie? Da hinten. So, und schon sind wir beim Endboss. Ach, die Leute räumen hier ganz gut auf, wie man sieht. Der Endboss ist ein Knochengolem und ich glaube, einige beschäftigen sich bereits mit dem. Hier ist der Klops. Das war's auch schon. Wow. Ich bin an letzter Stelle, was den Schaden angeht. Was hatten wir denn hier für Leute dabei? Okay. Zweihandwaffenkämpfer. Noch ein Schurke und noch ein Magier. Alles klar. Bei den Tötungen bin ich in der Mitte. So, Schaden. Ach nee, Moment, Schaden. Den meisten Schaden ausgeteilt. Da bin ich auch in der Mitte. Dann habe ich den wenigsten, ja, ich habe den wenigsten Schaden erlitten. Na gut, ich will einmal ganz kurz eine kleine Runde machen, um zu gucken, ob ich irgendwas Interessantes hab liegen lassen. So, haben wir Glück? Nein, wir haben kein Glück. Wir haben also den Gefährten noch nicht bekommen. Okay, wir sind wieder zurück. Ich würde sagen, wir versuchen das Ganze gleich noch einmal. Warum? Also wir hatten eben eine extrem starke Gruppe, ne? Das hat ja gerade mal 4 Minuten gedauert oder so. Auf diese Art und Weise kann man natürlich sehr oft das Event machen. Ja. Wir reihen uns gleich nochmal ein. Vielleicht... Ah, übrigens, Kalender. Seht euch mal hier an, was gerade heute losgeht. Und zwar in... 4 Stunden, 24 Minuten. Also wenn die Folge online ist, natürlich nicht mehr 4 Stunden. Aber heute geht's los. Ein Veredelungsevent. Das ist wichtig für alle, die irgendwelche Artefakte oder ähnliches zum Veredeln haben. Dadurch geht's natürlich doppelt so schnell.
Das ist ein guter Hinweis, weil dieses Veredelungsevent war bisher nicht im Kalender eingetragen. Das ist, glaube ich, gestern plötzlich reingeploppt. Zack, und schon gibt es ein Veredelungsevent. Nur ein paar Tage. Ne, hier ist das, Montag ist das bereits vorbei. Also quasi ein Veredelungswochenende. Wenn ihr was veredeln wollt, jetzt ist die Zeit. Ne? Wollte ich nur darauf aufmerksam machen, denn ich habe jetzt die letzten Wochen gewartet auf so ein Veredelungsevent. Ich habe massenweise hier Steine gesammelt und niemals benutzt. Immer nur gesammelt, um sie halt einzusetzen bei einem Veredelungsevent, damit es ein bisschen schneller geht. Übrigens, es gibt natürlich immer so, einige sind ungebunden und einige sind gebunden, je nachdem, wo man sie findet. Ne? Und wenn ihr jetzt nicht veredeln wollt, aber Veredelungssteine habt, ich könnte mir vorstellen, dass sie dieses Wochenende ziemlich im Wert steigen, weil sie natürlich doppelt so viele Punkte bringen. Also, wenn ihr sie nicht braucht, wäre möglicherweise an diesem Wochenende der richtige Zeitpunkt, sie zu verkaufen im Auktionshaus. Ne? Nur mal so ein Tipp nebenbei. So, reihen wir uns schnell nochmal ein und machen wir nochmal eine kurze Runde. So, mal gucken, was für eine Gruppe wir diesmal bekommen. Zack, 60. Alles 60-stufige. Okay, zwei Magier, ein Tank, ein Ranger. Das wird, glaube ich, wieder eine kurze Angelegenheit. So, wo laufen die alle hin? Die laufen... Also, der läuft hier zur Schlange. Boah, die ist... Schaut euch das mal an. Kaum sind wir da, haben bereits die Leute hier alles aufgeräumt. Das gibt's doch gar nicht. Oh, ein Periodit. Ne? Apropos Veredelungswochenende. Vielen Dank dafür. Alter Schwede. Die machen hier, glaube ich, alles alleine. Die wollen keine Hilfe. Ja, was ich bisher noch gar nicht erwähnt habe, man muss natürlich nicht nur diese Monster erledigen. Diese Monster bewachen so diese Todesglocken. Die muss man zerstören. Aber bisher waren wir nie schnell genug an einem Ort, um so eine Todesglocke zu sehen. So, okay, ich glaube, es sind alle Todesglocken zerstört. Jetzt kommt nochmal der Knochengolem. So, meisten Schaden erlitten ich am wenigsten, aber ich war irgendwie auch am wenigsten beteiligt an den ganzen Kämpfen. Habe ich so das Gefühl? So, geheilt ich natürlich auch am wenigsten. Na gut, ein paar Tötungen habe ich immerhin hingekriegt. Okay, Schaden ausgeteilt, wieder in der Mitte. Das freut mich, dass ich nicht ganz der Schlechteste war. Haben wir irgendwas bekommen? Noch ein paar Verzauberungen. Eine blaue diesmal. Okay. Auch schön fürs Event, ne? Eine blaue bringt natürlich mehr Punkte. So, irgendwas, was wir noch hier aufsammeln können. Nein. Mein Inventar ist belegt. Wieso ist es belegt? Weil ich hier so einen Rotz dabei habe. Was machen wir damit? Ja.
Wir packen das einfach jetzt schon mal hier rein. Also die ganz Schwachen kommen jetzt hier rein. So. Zack. So, ich glaube, viel mehr müssen wir hier wirklich nicht machen. Das ist das Event. So, und zurück zur Enklave. Vertraut mir. Ich bin ein wenig. Ja, dadurch, dass das Event halt nicht eine Welle nach der anderen schickt, sondern alle sind quasi gleichzeitig da, muss man, ja, wenn man ja, in eine starke Gruppe reinkommt, so wie ich jetzt zweimal, eigentlich gar nichts machen. Man könnte auch da einfach stehen und die Leute machen lassen. Soll man natürlich nicht, ne? Man soll helfen, dann ist es besser. So. Gut. Viel mehr möchte ich da auch gar nicht sagen. Macht das Event und, wie gesagt, wenn ihr veredeln wollt, jetzt ist die Zeit, ne? Das ganze Wochenende bis Montag kann man veredeln. Geht also dann doppelt so schnell. Ich glaube, ich werde hier meine Artefakte ein bisschen auf Lila bringen. Und dann gucken wir mal, wie es weiterläuft, ne? Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis bald.